Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gina und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein kleines süßes Murloc-Pet. Das hat nämlich Blizzard mit Patch 6.2.2 hier in Northrend versteckt. Und ja, Spieler haben es gefunden und jetzt will ich euch mal zeigen, wo es das Ganze gibt. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ist es hier so ein bisschen neblig, denn wir sind in der boreanischen Tundra, ein bisschen weiter auf dem Meer draußen. Und schon hier in der Nähe von der Valianzfeste und dann kurz vor den Ruinen der Peitschenden Narbe. Und hier ist nämlich dieses Pet versteckt und zwar ziemlich, ziemlich gut. Ihr seht, ich bin hier, das ist die Valianzfeste, da ist es diese Insel, beziehungsweise diese, wo diese Ruinen drauf sind. Und hier an dem äußersten Turm, also wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken, hier an dem äußersten Turm, da ist das Versteck. Und zwar, wir müssen ein bisschen runterfliegen, gehen dann hier ins Wasser. Und ihr seht, wir haben hier, ja, da hört das Meer dementsprechend hier diese Klippe auf. Und hier haben wir so ein paar Ruinenteile bzw. so Tang, der da vor uns im Wasser sich hin und hin herwerbt. Und wir müssen nämlich hier in diese Lücke rein. Und zwar sieht man die relativ schlecht. Ihr seht es hier. Da können wir nämlich hochschwimmen. Und dann müssen wir nach oben. Da ist dann eine kleine Höhle. Und in dieser Höhle müssen wir nämlich ein Ei anklicken. Und zwar hier haben wir das Ganze. Dann kriegen wir dieses weiße Murloc-Ei, das setzen wir ein. Und wir haben das Pet gelernt. Und hier haben wir es. Und wenn ihr jetzt hier mal drauf guckt, wir können es nur beschwören, umbenennen und solche Geschichten. Also ihr könnt es leider nicht im AHA verkaufen, sonst wäre ich hier schon mit jedem Char, den ich habe, hergeflogen und hätte das im AHA vertickt. Das könnt ihr leider nicht. Also ihr könnt es dementsprechend nur hier aufsammeln. Ja, soweit zu dem Pet. Ich werde es jetzt mal rausholen, dieses Murloc-Pet. Süßer kleiner weißer Murloc. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Guide weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.